Meine Damen und Herren, es ist wieder einmal Krimi-Zeit. Aber das wissen Sie ja. Was Sie nicht wissen können, ist, dass ich Sie mit einem besonderen Krimi bekannt machen möchte. Das Besondere daran ist, dass es sich im vorliegenden Falle um eine der ersten deutschen Kriminalgeschichten handelt. Mord in Riga. Erschienen 1855 in der Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller. Niedergeschrieben von Karl von Holtei. Am 24. Januar 1798 wurde Holtei als Sohn eines Husarenoffiziers in Breslau geboren. Seine Familie war entsetzt, als er später zum Theater ging. Als Schauspieler, Regisseur, Vorleser, wie man damals sagte, Theaterdichter und Herausgeber verschiedener Zeitschriften, führte er ein unstetes Wanderleben. So kam Holtei auch nach Riga, wo er von 1837 bis 1839 das Theater leitete. Daher auch seine genauen Kenntnisse des dortigen Lokalkolorits. Sie werden also zu der Kriminalgeschichte auch noch einige Informationen über das Leben im zaristischen Baltikum erfahren. Mir wurde die Rolle des Chronisten übertragen und wenn Sie gestatten, begleite ich Sie durch die Handlung. Also zurück in das Jahr 1855. Mietau, die Hauptstadt vom Kurland. Eine schwere Reisekutsche hält vor dem ersten Hotel am Platze. Ehe noch der auf dem Hintern Dienstbotensitz schwebende Bursche oder gar die neben ihm in Schachteln und Bündel eingezwängte Kammerjungfrau sich erheben konnten, ist der Herr des Hauses selbst zur Stelle, um den Kutschenschlag zu öffnen. Ältester Singbald, willkommen in Mittau. Mein lieber Freund, sehr in eigener Person, das lobe ich mir. Meine gütige Madame Singbald, ich empfehle mich. Und Sie helfen Sie mir aus diesem vermaledeiten Kasten. Glücklich wieder heimgekehrt von der Badekur. Geht es gleich weiter nach Riga oder soll ich die Ehre haben, Sie bei mir zu beherbergen? Ja, es ist wohl schon spät. Wie meinst du, meine Liebe? Bei Nacht zu Hause eintreffen ist auch kein Vergnügen. Madame. Danke, lieber Zier. Und Nacht wird es bis Sie nach Riga kommen, späte Nacht. Wie ungern ich auch so nahe vor der Heimat noch einmal im Gasthaus übernachte. Bitte, Herr Zeher, lassen Sie uns Zimmer anweisen. Simeon, schnallen Sie die Wasch herunter, wir bleiben die Nacht über hier. Sehr wohl, gnädiger Herr.